Ja, hallo, liebe Leute. Ich bin mal wieder mit Facecam dabei und wir spielen ein neues Horrorspiel, und zwar Daylight, was ich bis jetzt nur so mal ein bisschen angespielt habe, und ich habe auch direkt hier neue Geschichte und so angefangen, weil der Ladebildschirm so lange dauert. Und ja, ich weiß auch gar nicht viel. Ja, vielen Dank hier für das. Ja, okay. Ich sag mal kurz nix. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Ja, nochmal herzlich willkommen zu Daylight. Ich habe gedacht, ich überspringe den Ladebildschirm einfach mal. Und Sarah, no matter where you go, ja, there you are. ich heiße Sarah. Wir sind Sarah und wir sind in einem Krankenhaus, in einer Irrenanstalt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur ein bisschen angespielt, um immer zu gucken mit der Grafik und so. Das Spiel läuft über Unreal Engine 4 Technik. Das heißt, mein Computer muss hier ordentlich reinhauen mit der Grafik und ich musste das ziemlich runterschrauben, weil das ganz schön ruckelig ist, egal was ich mache. Ich glaube, das Spiel gehört vielleicht auch so ein bisschen so. Hab gedacht, ich mache wieder ein Horrorspiel mit Facecam. Das bockt doch bestimmt für euch wieder und ich hatte auch Lust drauf. Und würde sagen, wir legen einfach mal los. Währenddessen kann ich ja immer noch erzählen. Was habe ich hier? Kann ich immer noch erzählen, wann das Spiel war, wo, na, wann das erschienen ist und so weiter und so fort. New Kipling Herald? Mid-Island Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt, 5. Februar 1907. Die Mid-Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart, Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten, kann man hier nicht weiter drücken, und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Ach so, okay, der Satz endete doch richtig. Gut, okay, ja, ist gerade erst erschienen das Spiel, quasi im April 2014 erst dieses Jahres, also noch sehr neu. Ich freue mich ja auch immer mal, ein neueres Spiel Let's Playen zu dürfen. Auch wenn mich gar nicht immer jedes neue Let's Play oder jedes neue Spiel lockt. Gehe ich jetzt da unten lang oder gehe ich hier oben mal lang? Ich gucke nochmal da hinten eher in die Ecken. Ja, Atlus oder so heißt der Publisher und Zombie Studios sind die Entwickler, die Publisher. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es mir extra nicht angeguckt irgendwo. Klar habe ich hier und da was mal reingeschaut. Aber nicht so richtig. Also ich wollte mich auch selber nicht spoilern. Ich weiß, dass man irgendwelche Relikte finden soll und ich weiß, dass wir hier mit unserer Sarah halt reingeworfen wurden, um mehr herauszufinden. Was wir aber herausfinden werden, weiß ich nicht. Ich kann euch aber sagen, als ich das Spiel angezockt habe, Mann, da hatte ich ganz schön Schiss. Also ihr müsst ganz viel mit zuschauen immer, weil ich brauche ganz viel mentale Unterstützung hier. Ich habe saumäßig Angst bei dem Spiel, glaube ich, echt jetzt. Also, ich glaube, das ist nicht ohne. Ja, nimm alles mit. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Okay, also mehr geht nicht. Und dann kann ich hier mit der 1, aber ich konnte doch noch nach oben gehen. Ja, ich gehe erstmal nach oben, bevor ich da unten lang gehe. Weil vielleicht finde ich hier ja doch noch was. Oh Mann, der Anfang ist jetzt ganz nett und so, aber
Ich habe das damals irgendwie 10 Minuten angespielt oder so und die Atmosphäre war so drückend, es ist so beklemmend irgendwie. Ich hatte so richtig das Gefühl so, oh, ich will nicht mehr. So, warum will ich das überhaupt let's playen? Aber ich weiß halt einfach, dass es auch Spaß macht, dabei zuzugucken und da liegt tatsächlich was. Ich habe extra immer nichts durchgelesen und so. Okay, das kann man auch nicht wirklich. Also, wieso ist da eine tote Kuh? We are but one thread, woven from the web of life. All things connect. All things are bound. Mid Island Hospital Patient Record File. Datum 4. April 1988. Akte Patientin 13. Lauf. Das fängt ja schon mal gut an. Gute Frage. Kann ich überhaupt laufen oder kann sie nur gehen? Wenn ich jetzt so Leertaste drücke oder so? Oder irgendwas anderes drück? Kann ich so mit Rechtsklick oder Linksklick oder... Ich glaube, ich kann nur gehen. Ich weiß es nicht. Kann ich laufen? Muss ich mich nochmal mit befassen, aber nicht gerade jetzt. Jetzt gehen wir erstmal los. Ja, ja, da war ich schon. Okay, gut. Wo war jetzt hier? Wo wollte ich hin? Da hinten wollte ich lang. Okay, dann machen wir das mal. Gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Ach ja, und ich soll einen Leuchtstab benutzen, ne? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mit Island Hospital Patient Record File. Datum 4. März 1988. Akte Patientin 13. Die Patientin Alter 10 Monate. 10 Monate. Wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Oh mein Gott. No. The memories will burn into your flesh. Don't let them see. Oh Gott. Dass wir hier mit Unreal Engine spielen, bedeutet, dass man sich quasi auch gar nicht spoilern kann unbedingt, weil für jeden das Spiel quasi anders aufgebaut wird. I know there's somebody here. Also es passiert immer was anderes. Oh Gott. Es ist so schrecklich. Warum mache ich das? What the fuck? Kann ich das benutzen? Nee. Ja, es wird halt immer neu aufgebaut. Auch die Schocker und so in dem Spiel sind quasi bei jedem anders. Und deswegen... ist schon fies. Also, man spielt es ja an und denkt, ach, der Anfang, es geht ja alles und so, aber man weiß ja nie, ob es genauso wieder läuft wie beim letzten Mal. Ja. Ich freue mich. Ich weiß es nicht, Sarah, aber ich fühle mit dir. Gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Okay, wie mache ich das? Oh Gott. Also muss ich das jetzt schon machen, so eine Signalfackel benutzen, oder muss ich das jetzt schon machen? Oh Gott, Leute, ich mache die Türen hier zu, echt ganz ehrlich. Tschüss. Oh nein. Jetzt macht sie die in die Richtung auf. Das ist ja noch blöder. Hallo. Boah, diese Anspannung, ey. Ich schwör's euch, es ist so schrecklich. Boah, die Musik ist auch so der... Boah, und die Geräusche, ey. Oh, das ist ein Schrank zum Aufmachen. Datum 9. April 1816, Akte Patientin 06b. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemanden über sich das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Miss Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende, kleine Mädchen übrig hat. Da hängt irgendwas.
Datum 8. September 1937. Akte Patientin 27C. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillen Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Wie lange nehme ich schon auf? Kann ich langsam einen Cut machen? Ich will nicht, ey, ich will nicht. Nein, nein, da ist was, oh Gott. Boah, da ist ein Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Es läuft zu gut, es läuft zu gut. Ich will nicht. Ich gehe hier rein. Hallo. Iu, was ist das für ein Geräusch? Und warum sieht ihr Handy schon so komisch aus? Ist hier irgendwas in den Badewannen? Oh Gott. Ist hier irgendwas? Die Musik, ey, schrecklich. Echt. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Ich weiß, dass das nicht ein... Ich weiß, dass das nicht ein riesenlanges Spiel ist. Ich hoffe, es geht schnell vorbei. Ich will nicht. Da liegt was. Nimm es. Datum 24. Februar 1859. Akte Patientin 12a. Die Patientin leidet an einem Hortungszwang und versteckt häufig alles, was sie findet. Die Patientin wurde dabei beobachtet, wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen, die vom Personal als verstörend bezeichnet wurden, zu sich selbst spricht. Okay. Ja, mach die Tür ruhig zu. Ist in Ordnung. Hört die Musik hier auch mal auf? Das ist voll eklig. Die Musik geht weg. Die Musik geht weg. Weil ich die Tür zugemacht habe. Safe first. Report or accident. No matter how small to your foreman. Okay. Oh Gott sei Dank, die Musik ist weg. Die Musik, die macht das alles noch so richtig beklemmender. Das ist oh, schlimm. Unsere Leuchtstäbe gehen aber alle. Ich muss hier also mal wieder raus. Und dann geht's bestimmt gleich wieder los. Aber ich hatte eine kurze Verschnaufpause. Kannst du mal aufgehen? Hallo? Nervig. So, Leuchtstab ist ausgegangen. Hurra. Und die Leuchtfackel ist nicht auf 3, sondern auf 1. Muss ich mir merken. Was ist hier? Lass ich die Tür auf? Oder nicht? Boah, hier ist doch 100 pro irgendwas in diesen scheiß Toiletten. Oh, mein Herz. Ich habe so Schiss gerade. Und es raschelt auch so komisch. Benutzt doch mal wieder so ein Ding. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Jetzt habe ich sie benutzt. Dann laufen wir schnell hier durch, weil ich... Da ist es. Habt ihr das gesehen? Komm, verpiss dich. Ich habe die Leuchtfackel. Leuchtfackel. War da was? Kannst du mitnehmen? Ja. Oh.
Oh Gott. Boah, scheiße. Da steht er. Da steht was. Da steht was. Was ist das? Was ist das? Kommt das näher? Oh Gott. Ich will nicht. Ich gehe hier weg. Schnell durch die Tür. La la la. Ich habe gar keine Angst. La la la. Hier sind irgendwelche... Hier sind Bilder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Sarah, was machst du in diesem abgefuckten Krankenhaus? Hallo? Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Nicht stehen bleiben. Da ist wieder sowas Dingsmäßiges. Dr. Mercer, Pflegerin, Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Percy findet es überhaupt nicht gut hier, den Zustand des Krankenhauses. Da komme ich nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Wow. Was ist das für ein... What the fuck? Ist da irgendwas hinter dem Vorhang? Komme ich da ran? Ist hier irgendwas? Boah, mein Leuchtstab geht bald in den Arsch, ey. Was ist das für ein Raum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe 5 von 6 Relikten schon. Wow. Okay, aber ich habe nur noch einen Leuchtstab. Fuck. Tja, dann benutzen wir den mal. Und stürzen uns in ein neues Abenteuer. Da komme ich her. Ich glaube nicht, dass ich da weiter soll. Da war ich aber auch schon. Und da kam ich nicht weiter. Vielleicht liegt ja hier doch noch was. Ich versuche wirklich, das Piepen zu ignorieren und diese furchtbare, furchtbare Musik. Aber... Oh, die Musik geht weg. Oh Gott, dann geht mein Puls auch direkt gleich runter. Ich muss wohl einfach zurück. Nein. 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 Kein gutes Zeichen. Komme ich hier nicht durch? No. Ich brauche nur noch ein Relikt. Halbe Bedrohung. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass dieser Kreis auf halb ist bei Bedrohung. Vor allem, ich kann nichts machen. Ich habe keine Leuchtfackel. Ich gehe mal hier durch. Hallo. Da, der Schrank. Dann habe ich alle 6 Dinger. I see it. They've revealed the sigil. Reclaim it and bring it to the gateway. Was? Sie werden Besitz von mir ergreifen? 16. Februar 1936 betrefft Patientin 15. Die Patientin, Alter 7 Jahre, fürchtet sich nächstens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhig gestellt und in Isolationshaft gebracht. Ich habe aber alle Relikte. Da hängt noch so ein komischer Zettel. Da ist ein gruseliger Rollstuhl. Ist hier noch irgendwas? Dann nehme ich mir das Zettelchen. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und es ist verschwunden, als ich mein Licht daraufhin gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. George. Auch George gefällt das hier nicht so.
Ich werde jetzt aber mal einen Cut machen, weil sonst ist der Part zu lang. Und wir sehen uns im nächsten Part von Daylight. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.